Nach einer Stunde Fahrzeit sind wir hier im Rogensund angekommen. Wir sind in Alter gelandet, haben zwischendurch noch eingekauft. Alles hat wunderbar geklappt. Der Campbetreiber hat uns abgeholt. Gleich kommt die Fähre, fährt uns rüber auf unser Eiland. Und da werden uns wohl die Heilbutts erwarten. Die springen uns ins Boot, ne Tobi? Ja. Bei dem Regenbogen muss ja Gold irgendwo vorhanden sein, gell? Einfach und rustikal, wie das hier oben in Nordnorwegen ist. Wir haben alles mitgekriegt. Mal sehen, ob wir wieder heil auf der Insel ankommen. Yes, okay. Das Camp am Rogensund liegt auf der Insel Seiland. Natürlich klappte die Überfahrt reibungslos. Sund der Giganten. Dieser Film entstand in einer Kooperation zwischen Diver Cormoran und Angelreisen Hamburg. Holla, ja, so eine Kraft. Kleiner Butt. Oh, Hennings, der Buttkönig, du. Und du sagst, da kommt noch ein Butt. Mach ich doch. Du, der Curly, wie viel Butt der schon gebracht hat, das gibt's gar nicht. Ja. Alles warm. Oh, da ist er weg. War schon an der Oberfläche. Hat sich dann erst entschieden, dass das alles gar nicht so. Ja, nee, der wusste nicht, was los ist. Komm, da kommt er wieder. Na, geht er noch mal oder war es das jetzt? Das ist nicht zu locker, wo ist er ab? Power haben sie ja, gell? Selbst die Kleinen bei ganz guter Bremseinstellung. Das ist noch ein kleines Gas an der Weide, Tobi. Den großen Gummifisch, wa? Auf den großen Gummifisch. Mit dem haben wir einen Kopf. Ja, Petri. Petri. Kommt ab und zu mal ein heftiger Zappler. Nee, ein Steinbeißer. Ein schöner auch. Ein schöner, ja. Ehrlich. Und das Anfang September. Gibt das schon? Ja. Drückt jetzt rein.
tief am Echolot, Tobi? Wie tief auf deiner Rolle? 52. Ja, gerade hochgedreht, weil wir Möwen am Rauben gesehen haben. Beim Hochdrehen im Mittelwasser, so auf 40 Meter Tiefe, wo ein Dorsch eingestiegen. Scheint auch kein schlechter zu sein. Jawohl. Ja, mitten im Köhlerschwarm. Schöner Dorsch. Schöner Dorsch. So, Horst im Einsatz, los! Du, da kam Schlag in die Hut. Ich dachte erst, ich hatte den Hänger. Ich habe langsam hochgedreht. Da kam ein Ende mit und jetzt nimmt der Schnur, du, obwohl ich die Bremse fast zu habe. Oh, ja, jetzt guck dir das an! Oh. Wieder? Ja, ja. Keine Chance, Arne. Da gibt's dich nicht geschlagen. Hoffentlich hält das Material. Auf alle Fälle ist da Leben drin. Nicht so wie euer Dinger, die hochkommen wie so ein nasser Sack. Ne? Von so einem alten Mann wird alles abverlangt. Guck dir das an, der geht schon wieder runter, du. Oh, das ist der Wahnsinn, du. Da bist du froh, wenn du 5 Meter hoch hast, hast du schon wieder 10 Meter genommen. Oh, ist das ein guter. Ja. Oh, wieder über 70. Oh ja, komm mal, Junge. Oh, ich hab Schnur genug drauf. So. So, die schöne Reiseroute, die macht ja mit, was sie soll, ne? Aber das Gerät wird hier, Lieben, hier wird ja alles abverlangt. Deswegen sind wir hier, um es auf Herz und Nieren zu prüfen. Der hebelt mich hier bald aus, du. Oder lass wenigstens die Route da, wenn du reinspringst. Wieder runter? Ja. Ja, seitlich gehakt. Aber trotzdem schöner Bord. Schöner Bord, ja. 20 Kilo. Der wollen ihn haben. Ja, ja. Ja. Nein. Wenn er das schon mal sagt, gell? Nein. Hier. So, wir haben was schöne Bilder gemacht. Tobi, ne? Ja, wir haben schon, fürs Abendessen haben wir schon einen. Genau, und der Fisch ist nicht verletzt, den können wir wunderbar zurücksetzen. So, mein Junge, schenken Sie die Freiheit wieder, das schön drin geliefert. Alles gut? Ja, alles gut. Ja. Das ist richtig hier, Tobi. Erster Tag. Ja, so gehört sich das. Am Schluss des ersten Tages besuchte uns noch eine Schule neugieriger Schweinswale.
nächsten Tag begrüßte uns ein Sturmtief. Und irgendwie mussten wir Horst beschäftigen. Ja, Tobi, leider lässt der Wind heute ein vernünftiges Angeln nicht zu, aber der Campbetreiber hier vom Rogen hat gesagt, hier gibt es viele Berge und du kommst ja aus Bayern, du kennst dich mit den Pilzen angeblich aus. Wollen wir unser Glück versuchen? Schauen wir mal, ob wir ein paar Pilze fürs Mittagessen finden. Genau. Jawohl. Eben hinter der Haustür, Tobi, steht da schon alles voll mit den Dingern. Haben wir hier Steinpilze. Wunderschön, gute Größe. Die sehen auch noch richtig knackig aus. Schön fest, ja. Sind noch ganz fest. Ja, der Birkenpilz hier ist ja wie gemalt. Sieht traumhaft aus. Auch noch ganz festen Kopf. Den kann man wunderbar, kann man den mitnehmen. Du bist es ja nicht gewohnt hier mit den Bergen, gell? Nee. Bei euch ist ja alles flach, aber für mich als Flyer ist das quasi das normale Betätigungsfeld hier. Ja, hier haben wir jetzt echten wilden Wacholder. Auch ein Traum. Könnte man wunderbar die Räucherlake mitmachen. Toll. Voll richtig, ne? Ja, und komplett voll. Verkrüppelten da gesehen. Ja, je nach dem Alter entsprechend findet jeder das, was ihm gebührt. Du, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich Pilze sammeln ging. Ist der noch schön fest? Ja, ja, der geht wunderbar. Was sind Vitamine? Tobi, hier habe ich eine ganze Familie gefunden, die langt wie uns, da werden wir dann alleine vorn. Du Horst, ich glaube, das lassen wir lieber. Das sind nämlich keine Speisepilze, das sind Fliegenpilze. Siehst du hier die weißen Punkte drauf? Ja, das sind Fliegen? Ja, das sind keine Fliegen, ein Fliegenpilz. Ja. Aha. Und davon lassen wir lieber die Hände, die sehen schön aus, sind schon ein bisschen älter. Aber die kann man nicht essen? Nein, die sind ungenießbar. Oh, das hatte ich schon gedacht, ich habe endlich mal einen ordentlichen Hype gefunden, weißt du, mein Mann. Ich weiter auswischen. Die sehen aber täglich aus. Müssen die jetzt auch noch abgespült werden? Nee, Pilze wäscht man in der Regel nicht, weil sie sonst Wasser ziehen. Die reinigt man grob und dann kann man das durch das Braten, wird das dann eigentlich alles. Alles klar. Wunderbar. Sehen ja sauber aus. Und duften tun die, du. Sehst du, dass du fertig wärst? Ja, schönes Gläschen Weißwein, gell? Ich bin nur gelb angelaufen. Und da ist es süßer, gell? Ja. Und dann die Pilzpfanne. Die Pilzpfanne. Die Nudeln, Pilzspaghetti. Aller Barrischer. Alpenspaghetti. Ja? Erst du mal zuerst, mal sehen, ob du das überlegst. Ja, du, so schnell wird die eh nicht. Ja? Also. Na ja, dann guten Appetit. Oh. Ah, du siehst das? Ja. Dann viel Spaß, Horst. Mal sehen, was das Gerät aushält, ob ich hier mal so ein Full House überheben kann. Oh, guck dir das an. Ja, das sind sie. Aber wenn man auf so einem Seelachsschwarm ist, hat man ruckzuck seine Köderfische zusammen. Hab hier einmal jetzt 5 Stück. Das langt.
Wir haben jetzt kurz vor Hochwasser, das heißt, wir haben keine Strömung mehr. Das ist natürlich zum Grundangeln nicht so ideal. Deswegen wollen wir die Gelegenheit nutzen und nochmal auf Rotbarsche fischen. Hier soll es auch große Rotbarsche geben. Zum Rotbarschangeln haben wir natürlich ein paar kleine Seelachse gefangen. Und da schneide ich jetzt ein paar Streifen runter, denn die Rotbarsche stehen mehr auf Naturköder. Man schneidet schmale Streifen, die Stücken brauchen nicht so groß sein. Die Haken sind zum Rotbarschangeln auch nicht so groß. So schmale Stücke, die man dann zweimal auf dem Haken fädelt. Und dann ist es okay. Da wir die Rotbarsche in großer Tiefe suchen, brauchen wir ein relativ schweres Blei. Ich habe hier ein fluoreszierendes Blei von ca. 500 Gramm. Dazu fluoreszierende Haken mit so kleinen Oktopussen drauf. Die helfen natürlich, die Rotbarsche zu finden. Ich nehme jetzt meine Köderstreifen und fädel die einfach zweimal durch diesen Haken. Immer wichtig ist immer beim Fischen, dass die Hakenspitze frei ist. Einfach nur so ein fetzen Köder da drauf. Der fluoreszierende Oktopus. Fertig ist der Köder. Ist das? Ja. Kaum am Grund schon den ersten Biss. Ich warte noch mal einen Augenblick. Weil Rotbarsche oft Schwarmfische sind. Und dann wollen wir sehen, was da los ist. Ja, was ist es, Horst? Könnte Rotbarsch sein. Kommt so. Ja! Zielfisch! Das war niedlich. Auf jeden Fall Rotbarsch. Sind richtig, Arne. Oh, ich bin gerade ein bisschen tiefer gefahren. Habe ich gleich wieder Biss gekriegt. Hoffe, dass es noch so ein schöner Rotbarsch ist. Okay. Noch 10. Bei 5 setzt der Motor automatisch aus. Oh, ja, jawohl, das sind sie doch. Ja, das sind die Rotbarsche, so wie wir sie lieben. Das sind Rotbarsche. Oh, so macht man das, Henning. Oh. Ich Das war eine Wahnsinn, Tobi. Petri! Ja, so macht man das hier. Das ist aber Rotbarsche, jawohl. Selbst der Kameramann kriegt hier dicke Rotbarsche. Das sind aber auch dicke Dinger hier, du. Mann, 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 Mann. Wunderschöne Fische. Das sag ich dir. Dann machen wir noch mal ein schönes Foto, ne? Ja. Na, Horst? Na ja, was du so kurz vor Feierabend, würde ich mir noch mal ein Heilbutt holen. Hat mir gestern gut geschmeckt. Ja, nimm doch wieder ein bisschen schön Schnur, der Junge. Oh, oh. Ja, bleib ruhig, Brauner, bleib ruhig, Brauner. Ja, so mögen wir es leiden. Ich hab's nur genug drauf. Das ist giftig, du. Oh, das ist wieder ein richtig guter Fisch bestimmt. Das schön, das ist auch schön. Und dann wieder so draußen, du. Ich krieg gar nicht gestoppt, du. Guck dir das mal an. Müssen wir gleich hinterher fahren. Da müssen wir den, das ist ein richtiger Brocken.
Sie bremsen richtig zu, sag mal? Richtig zu nicht, aber. Draußen? 120 Meter jetzt. Geht er immer noch? Ja. Dann hast du jetzt den richtigen Braten drauf. Fährst du schon? Ja, ich fahr. Fährst du schon? Ja, dann nimmt er immer noch Stur. Der nimmt immer noch Stur. Wie tief ist das hier? Tobi, wie tief ist das hier? 47. Geht wieder. Der ist größer als der andere. Ja. Ich wäre froh, wenn ich immer von Grund hoch kriege, der, weißt du? Ja, mach ruhig, wenn das ein dicker ist, dann dauert das. Wenn der quer, wenn der hochkant drin steht. Wir haben Zeit. Ja, ja, ich auch, alle Zeit der Welt. Das ist Arbeit, Horst, ne? Ja, mach ich aber gerne, du. Das ist ja das. Und wenn ich heute Abend die Arme nicht mehr hochkriege, dann brauche ich wenigstens nicht abwaschen. Dann müsst ihr die Küchenarbeit selber machen. Oh, 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 oh. Der ist richtig giftig. Und schon wieder zum Grund. Komm, mein Junge. 5,8. Komm, 3,2. Lass mich langsam sehen. Da kommt er. Da kommt er. Schöner Fisch. Schöner Fisch. Oh, der ist gut. Ja, oh, das ist ein Braten. Das ist ein Braten, Horst. Oh, sitzt du auf Anzeigen? Ja, aber das ist ja. Ich mach die Röhren getan, bitte mal her. Ja. Leine gesichert? Ja, ja. Alles super. Kann nichts mehr passieren. Das hat aber richtig gut geklappt, Mensch. Langsam, langsam, langsam. Ja, ja, er krampft. Kann nicht mehr weg. Schlinge sitzt um Schwanz rum. Kann nichts mehr passieren. Daraus, dann wirst du gleich schwer tragen dürfen bei den Fotos. Ja, 50 Kilo Butt. Das ist ein 50 Kilo Butt, ja. 50 glaube ich nicht. Doch. Doch. Ja. Das ist ein richtiger Braten. Das ist dein größter. Das ist dein größter, würde ich auch sagen. Ja, da kommt er. Zu! Zu, Sam! Los! Zu, gleich! Komm mal! Hau! Ja! Yes! Super, Horst! BTH! Das ist er! Deswegen sind wir hier! Das ist der größte Horst. Ja, müssen wir hier mal messen und wiegen. Oh, mit Sicherheit. Und dann die Rotbarsche daneben. Ja. Das ist ein Revier hier, wa, Jo? Das ist ein Revier, Wahnsinn. Also Heilwood auf Bestellung. Du, ich hole mir jeden Tag mal ein Heilwood. Dann war ich hier Schwanzspitze. So, jo. Ja, 1,50 Meter genau. 1,50 Meter. Wie gemacht. Super Fisch, Horst. Danke. Da kommt Freude auf. Das ist ein Fisch, Horst. Ja. Ja, ja, das sind sie so, was sie dich jeden Tag hier fangen. Ja. Ne Traumrevier. Erst die großen Rotbarsche, jetzt noch Heilwood auf die Schnelle.
Also ist schon fantastisch. 10 Minuten gefischt, gell? Ja. Und die Dorsche nicht zu vergessen zwischendurch. Ja, ja. Die Dorsche ziehen wir schon gar nicht mehr. Nee. Wahnsinn, schöner Fisch. Erfolgreicher Tag, Tobi. Ja, war ein super Tag. Gell? Kurz auf Rotbarsch gefischt, echte Granaten gefangen. Ja, toll. Und dann halbe Stunde auf Haibut gefischt und dann hier gleich nochmal einen tollen Haibut gedrillt. Und dann die schönen Dorsche noch da zwischendurch, also, und Seelachse. Also das Revier gibt unheimlich viel Fisch. Wahnsinnsrevier, kann man nur sagen. Also wenn das Wetter mitspielt, tolle Angelei hier. Super Angelei, gell? Das Wetter spielte die nächsten Tage mit. Jawohl, und dickes Ding. Oh, der Größte. Was für ein Bulle. Was für ein Bulle. Das ist mit Abstand der Größte, den ich hier gesehen habe. Mit Abstand. Meiner Tobi hat ja schon vernünftige Ausmaße, aber deiner, das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist fast schon der Vater aller. Der ist schon, der ist schon richtig toller Fisch. Der hat schon die schwarze Zunge, den kannst du alleine essen. Thank you.
einem kurzen Fußweg erreicht man die Steganlage, an der auch die Fähre anlegt. Dort liegen die 19 Fuß Aluboote, bewaffnet mit 50 bis 70 PS. Sie sind für dieses Revier top ausgerüstet. Also alles das, was man erwartet, kann man hier mit dem Booten erreichen. Der Anlagenbetreiber hat eine alte Schule zu einem Angelcamp umgebaut. Es ist nur einiges zu tun, aber wir hatten hier eine tolle Wohnung, haben uns hier voll gefühlt. Aber das Revier steht hier im Mittelpunkt. So habe ich auf jeder Testfahrt bisher Heilbutt gefangen. Und die Rotbarsche sind hier traumhaft. Das lohnt sich schon eine Reise allein wegen der großen Rotbarsche hierher. Außerdem gibt es hier große Dorsche, also die Fischvielfalt ist gewaltig. Das Revier liegt relativ geschützt. Man kann quasi bei jedem Wetter rausfahren. Und die Fischauswahl und Vielfalt hat mich so überrascht, dass ich euch das nur bestens empfehlen kann. Besucht mal die Anlage hier am Rogensund. Ihr werdet die Fische eures Lebens fangen.